mehr, ich mehr hier runter. Okay. Steht hier. Aria 1. Triclilium. Oder irgendwie sowas. In der Art. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Cyclop. Vulcan, the god of fire and metalworking. Vulcan. Okay. Aria 2 Pits. Ist er da grad? I don't need the ropes for now. Hm? Ach so. Seidi. Schacht und suchen. What the fuck? Hm? Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Okay. Area 3, Arch of Hadrian. Haben wir hier irgendwas Interessantes hier unten oder so? Soll ich auf dem Weg laufen? Ne? Hm. Ich laufe jetzt mal hier oben, ne? Schienen untersuchen. Ich verstehe. Artubrustumium. Egal, untersuchen. Dokument. Sehr geehrter Lord Blackmore. Lord Blackmore, den haben wir schon mal gehört. Der Direktor der Thermal, Sir Geno Pitkin, war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat er sich zum Besseren entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Bisweilen kann es natürlich vorkommen, dass Menschen seines Schlages mit einer Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich, ihnen eine gute Nachricht aus dem Turm vom Strand Lane überbringen zu können. Ich stehe nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts. Eines Artefakts, das auch von ihrer Partei auf dem politischen Parkett eingesetzt werden könnte, um die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und das Königreich vor jeglichen Gefahren zu schützen. Hochachtungsvoll, Sir Rodley Batcliffe. So, so. Nächste Dokument, her damit. Kelvin, Hopes und du kommen heute wohl sehr witzig. Euch wohl sehr witzig vor. Ich musste auch wirklich lachen, als ihr Miss Dirks Notizen über das Hadrians Tor eingefroren habt. Aber da bald die Prüfungen anstehen und weil du das sogenannte Gehirn eures wundersamen Duos bist, warne ich dich. Fast meine Gastrafe
Gastraphitis, die antike griechische Armbrust und nicht ein Mittel gegen Blähungen, wie du wohl angenommen hast, nicht an. Sonst erzähle ich Mr. Wormwood alles, was ihr über den letzten beiden Jahren geschrieben habt. PS, ich habe Hopes Thunfisch-Sandwich gegessen. S.Splittl. Okay. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Zerlegte Gegner. So, ich gehe jetzt erstmal hier runter und schauen, was da so abgeht. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Kelly benutzen. Ah, cool. Ah, das ist ein Bild von einer Therme, ist das so? I can see von der Therme Frigidarium. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Darium. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Es wäre echt mal interessant, da reinzukommen. In den Abkühlraum, hä? Mich auch reizen. It is a statue. Mich auch interessieren, was da drin ist. Okay. Neptune, the god of the sea. Gehen wir nur zu dem See hin. It is a broken statue of a bull. Ja, stehen. Okay. This is the map of the site. Holztrag. We are at the heart of an old Roman city. The gastrophats were used with ropes and hooks for sieges. Okay. The gastrophats were used with ropes and hooks. Ah, hier ist auch ein Skizze, okay. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow.
Gosh. Gosh da. Gosh da, Gosh da, Gosh da. Hallo Holmes. Hm. Sind wir hier durch oder was meinst du? Hm. Offensichtlich. Also, Edzard. Kuss vom Teil. Ich würde sagen, dass wir erstmal nach Baker Street gehen und das analysieren auf jeden Fall. Uah. So, wir sind da. Man fortfahren. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. I will count this piece as a starting point. Count this piece. Ach so, ah. Das geht auch wieder nicht. Hm. Ah. Hmm. Ah, 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 ah. Der Mist da runter.